Heute Abend, 18 Uhr, Livestream. Kommt unbedingt vorbei. Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Video. Ich habe ja bereits mit dem Paluten eine Runde Hide and Seek aufgenommen. Meine Freunde, was wäre Hide and Seek ohne denjenigen, dessen Leben quasi aus sich verstecken und in der Ecke rumheulen besteht? Mo ist heute mit dabei. Guten Tag, ich bin die Hide and Seek-Legende. Richtig, genau, meine Freunde. Checkt auf jeden Fall mal das Video auf Mo's Kanal aus. Da haben wir nämlich gestern nochmal eine Runde Minecraft Hide and Seek gebracht. Und wenn ihr nochmal Bock habt, eine Runde Minecraft Hide and Seek mit Mo zusammen auf meinem Kanal, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da, meine Freunde. Wir haben uns heute den größten und hässlichsten Skin der Welt angezogen, und zwar den John Wick-Skin, meine Freunde. Und werden jetzt in Telltale Towers wieder eine Runde Hide and Seek spielen. Es geht darum, Mo. Wir müssen an zwei verschiedenen Plätzen in Telltale Towers landen. Wir dürfen Fallen benutzen, keine Waffen und wir dürfen nicht bauen, okay, Mo? Du darfst Sachen abbauen, aber selber nichts bauen. Ich vertraue dir hundertprozentig, Bro. Wenn du cheatest, kriege ich das mit, Digga. Es wird hundertprozentig ehrlich gespielt. Ja. Und es geht einfach nur darum, wer von uns beiden länger überlebt. Wir haben bewusst den John Wick Skin genommen, weil Petrit hat dazu nämlich auch schon ein Video gemacht, meine Freunde. Und der hat dann tatsächlich recht mit, der John Wick Skin hat nun mal den kleinsten und hässlichsten Kopf von allen, sodass dieser quasi am wenigsten auffallen würde. Weil, wie gesagt, wenn ich jetzt schon hier hänge, meine Freunde, man sieht John Wick wirklich nicht. Wir können auch gerne mal später eine kleine andere Challenge versuchen, Mo. Ich würde sagen, wir spielen aber erstmal eine Runde so und später nehmen wir uns mal eine Pyramide, die wir direkt in Tilted Towers setzen, Digga. Und dann müssen wir runter, mit der Pyramide ganz drunter sitzen bleiben, so lange überleben, wie es geht, okay? Mo, wo landest du? Ich lande... Ich lande auf dem Turm. Echt jetzt? Ja. Auf dem Big Ben? Ja, ich glaube schon. Du musst dich bewegen, du weißt das. Du musst durch die Stadt laufen, ne? Ach so. Du musst dich bewegen. Du darfst dich nicht irgendwo verstecken und einfach sitzen bleiben. Du musst die ganze Zeit durch die Stadt laufen. Ja, Digga, so läuft das Ding. Also ich glaube, es ist gar nicht verkehrt, wenn man ein bisschen late in der Stadt ankommt. Deshalb sind wir ein bisschen später rausgesprungen. Der Rekord letztes Mal bei Palut und mir lag ja bei 7 Minuten, meine Freunde. Ich bin mal gespannt, ob wir das hinbekommen. Was, ihr seid 7 Minuten rumgelaufen? Ich bin 7 Minuten rumgelaufen bis zum Ende, Digga. Und dann habe ich mich einfach umgebracht. Also ich habe es geschafft, komplett Tilted Towers zu überleben, Digga. Ja, moin. Okay. Das sieht doch schon mal sehr gut aus hier. Geh Basketball spielen. Ich gehe auch Basketball. Du kannst nicht Basketball gehen. Ich bin zuerst hier. Nein. Ich bin zuerst hier. Ich bin gelandet, du musst woanders hin. Da ist noch einer. Oh, oh. Und wir dürfen keine Waffen nehmen und so, Wir dürfen keine Waffen nehmen. Wenn hier jetzt eine Ska liegt, muss ich die einfach nicht. Oh, Junge, du darfst doch nicht bei mir in der Nähe sein, Alter. Ah, lauf woanders hin. Hau rein, Bro. Mach's gut, Digga. Okay, ich muss weglaufen. Mo ist damit raus, Leute. Ich glaube, er wird nicht überleben. Läuft ihr denn noch hinterher, Mo? Ja! Da oben ist ein Lama. Ich sehe den Typen. Ah! Nein! Ah! Das ist so unfair, Alter. Und ich hab's gerade geschafft zu entkommen. Okay, Leute, die erste Runde geht damit auf jeden Fall schon mal an mich. Mal gucken, wie lange ich durchhalte. Die Zeit läuft auf jeden Fall gerade. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh, hier ist einer im Haus drin, ne? Okay, schnell weiter, Leute. Ich habe jetzt keinen Timer gestellt, aber wir werden am Ende eine Zeit einblenden und dann heißt natürlich, wird Mo diese Zeit schlagen können, ja oder nein? Ich glaube, ich kann's wieder endlos durchziehen, Leute. Ich kann's wieder endlos durchziehen, Digga. Ja. Das war's. Oh, der ist auf dem Dach. Nein! Von beiden Seiten. Egal, Leute. Die erste Runde ging auf jeden Fall schon mal an mich, Digga. 1-0 für mich steht's. Ich würde sagen, wir hängen direkt noch eine Runde hinten dran, Leute. Und später machen wir die ekelhafteste Hide-and-Seek-Challenge, die es gibt. Wir nehmen uns eine Pyramide, bauen die Pyramiden nebeneinander und hängen uns mitten in die Stadt einfach, Mo. Oder in den Park oder sowas, Digga, okay? Mhm. Ja. Okay, Leute. Ich würde sagen, jetzt machen wir das Ganze nochmal mit einer kleinen Zeitanblendung. Ihr seht hier gerade die Zeit von mir. Mal gucken, ob Mo gleich diese Zeit schlagen wird. Ich würde sagen, sobald wir gelandet sind, starte ich die Zeit, meine Freunde. Momentan existiert, by the way, immer noch die Theorie, dass Tilted Towers zu dem Zeitpunkt, wo ihr dieses Video seht, komplett zerstört ist, meine Freunde. Ich muss immer noch sagen, ich widerspreche dieser Theorie zu 100%. Ich glaube, es gibt deutlich bessere Dinge, als dass Tilted Towers zerstört wird. Es gibt diese Schilder mit einem Herz für Tilted Towers oben drauf auf diesem Haus und so weiter und so fort. Da kann ich auch nochmal ein separates Video drüber machen. Ich glaube immer noch fest an die Theorie, meine Freunde, dass Aliens in Lucky Landing, weil Lucky Landing, es macht einfach Sinn, landen werden und Tilted Towers somit verschont bleibt. Aber wir werden sehen, meine Freunde, was zum Ende des Season Battle Pass geschehen wird. Falls ich falsch liege und Tilted Towers tatsächlich wieder erwarten heute zerstört werden sollte, wo dieses Video rauskommt, meine Freunde, dann tut es mir leid, dann war das letzte Mal Hide and Seek in Tilted Towers, aber ich bin eigentlich ganz guter Dinge, dass das nicht passiert. So, Mo, Digga, wir fliegen wieder über Tilted, Alter. Oh, Digga, es macht schon Bock, oder? Es macht richtig Bock, ne? Ja, weißt du, es war wieder der Erste, der eine Waffe gefunden hat, stößt natürlich auf mich, Alter. Es ist geisteskranker Nervenkiss, Leute. Versucht das mal selber. Versucht mal selber wirklich 7 Minuten zu überleben. Das ist de facto fast unmöglich, Leute. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das damals geschafft habe, diesen Rekord aufzustellen. Ist hier jemand gelandet? Oh, Junge, ist das dein Ernst, Alter? Okay, und die Zeit gelandet. Zeit läuft. Okay, Mo läuft in eine ganz andere Richtung als ich. Oh Gott! Oh Gott, der hat mich nicht gesehen. Okay, ich laufe. Uff, da vorne ist ein Spieler. Ganz kurz innehalten.
Okay, ich muss jetzt an diesem Haus vorbei sneaken, Leute. Ich hab so Angst, ich lauf so auffällig rum. Okay, die haben mich nicht gesehen, ich muss hier schnell hier runter. Oh mein Gott, sie haben mich gehört wahrscheinlich. Oh mein Gott, sie sind über mir. Sie sind straight up über mir. Oh, gleich eine Minute schon geschafft. Ah! Ah! Ma! Jawohl! Nein! Oh Junge, ich hätte sneaken sollen, okay. Mo ist schon seit einer Minute 13 dabei, Leute. Okay, Digga, ich bin gespannt. Fallen und sowas darfst du benutzen, nichts anderes, by the way, ne? Ja, okay, diese Route hier ist auf jeden Fall krank OP, Alter, wenn man hier rumläuft. Das ist viel, viel ruhiger als die andere Seite. Ich habe die falsche Seite gewählt. Oh, im Nachbarhaus! Er wird dich holen, Digga, Er wird dich sowas von holen. Aber warum laufe ich nicht weg, Alter? Oh, ein Schuss aus dem Fenster, du bist down, Digga. Boing. Als ob. Oh mein Gott, Mann. Digga, es wird neuer Rekord. Eine Stunde lang. Eine Stunde. Nein. Ach, Mann. Eine Minute. 58 Leute hat Mo durchgehalten. Gar nicht so schlecht, meine Freunde. Gar nicht so schlecht. Okay, Mo. Es steht momentan 1-1, Digga. Es steht 1-1, Leute. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt einfach mal diese seltsame Pyramiden-Challenge, okay? Leute. Mo, ich pick den Park. Und was nimmst du? Wobei, ich nehme das Basketballfeld und setze meine Pyramide dahin. Kannst du deine Aufnahme auch mit aufnehmen, Bro? Dann machen wir in-game, weißt du? Ja, ja. Okay. Dann seht ihr jetzt eine doppelte Cam, meine Freunde. Mal gucken, wer mit der hässlichen Hide-and-Seek-Pyramiden-Challenge am längsten überlebt. Das Ding ist halt, eine Pyramide über sich drüber zu bauen, ist sowieso so dermaßen affig. Okay, der Bus fliegt direkt über Tilted, Bro. Okay, Leute, ich habe meine Ecke gepickt. Ich setze mich da direkt neben das Haus drauf. Oh mein Gott, ich habe die beste Idee. Ich habe die beste Idee, Alter. Okay, Mo, ich werde nicht sterben. Ich sag dir eins, ich werde nicht sterben. Okay, Leute, ich glaube, ihr wisst schon ungefähr, was ich vorhabe. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen unfair gegenüber Mo ist, aber ich mach's jetzt trotzdem. Sobald du deine Pyramide platziert hast, Mo, sag Bescheid, ne? Abplatziert. Oh mein Gott. Wenn ich die so bearbeite und durchsehen kann, das sehen die anderen ja nicht, ne? Ne, richtig. Okay, Bro, ich hab mich so geisteskrank versteckt, Alter. Ich hab mich so geisteskrank versteckt, Digga. Da wird keiner drauf kommen, da wird niemand jemand... auf der Straße. Nee, Digga, weißt du, was ich gemacht hab? Ich hab das Dach von einem Haus abgebaut und mich selber als Dach getan, Digga. Ach, du Kleiner. Okay, Leute, die Zeit läuft. Ihr seht gerade, Moos kennt da vorne schon Spieler und der rennt's nicht, Seht ihr ihn da vorne in der Ecke, Leute? Oh mein Gott, die laufen beide an mir vorbei. Sie kämpfen vor mir. Da kommt noch einer. Oh mein Gott, sie werden von oben aus dem Haus beschossen, Leute. Ich habe hier die besten Plätze in ganz Tilted Towers, Digga. Okay, Leute, wir schalten mal kurz zu Mo. Mo, wie sieht's bei dir gerade aus? Ja, läuft. Relativ ruhig bei dir, sehe ich gerade. Okay, die zwei Spieler sind sich hier gerade verbinden, meine Freunde. Die wollen auf jeden Fall den Fight. Boah, ich würde jetzt so gern von hinten mit der Schrotflinte in beide reinpreschen, Leute. Okay, sie laufen weiter. Alter, Leute, dieser Spot hier, der ist krank OP einfach. Der ist heftig, Mann. Der ist so heftig. Ich meine, guck mal bitte von außen. Keiner rafft, dass ich hier hängen würde. Keiner würde denken, okay, da ist jemand drin. Okay, Mo, bei dir ist auch noch gar keiner. Bei mir war noch kein einziger. Was? Okay. Das wird auf jeden Fall noch kommen. Wir gucken ganz kurz, wer am längsten überleben kann, Leute. Eine Ewigkeit später. Mo, ich glaube, wir haben Tilted komplett überlebt. Ich glaube wirklich, Tilted komplett überlebt. Okay, Digga, komm mal zu mir und guck dir an, wie ich mich versteckt habe. Schau mal bitte. Wenn ich wüsste, dass ich hier bin, würdest du es rafen? Du Assi, Alter. Guckt euch mal bitte von Moos Aufnahme aus an. Fällt das auf? Nee, oder? Nein. Fällt das null auf. Ich würde sagen, Mo, lass uns kurz meine Waffe grabben und dann gucken. Oder willst du weiter so spielen? Sollen wir jetzt an die Gegner ransneaken? Ja, und dann vor den Gegnern wieder einbauen schnell. Okay, wir müssen ein bisschen Holz sammeln, Leute. Wir treiben die Challenge jetzt auf die Spitze. Wir bauen uns vor den Gegnern damit ein. Die sind hier vorne, Alter. Okay, Mo, wer von uns zuerst stirbt, hat verloren. Das komplette Hide-and-Seek-Battle. Da oben sind die, da oben. Nein! Hau rein, Bro. Guck mal, wenn die das nicht merken. Das wäre so krank, Alter. Ich verpiss mich. Ich hab 1 HP. Die sind über mir. Die sind vorbeigelaufen. Was, jetzt echt? Ja. Die sind im Haus. Ich bin im Nachbarhaus von denen. Die sind vorbeigelaufen. Ich geh aufs Dach drauf, Digga. Die müssen uns jetzt suchen. No way, Alter. Die sind vorbeigelaufen. Ich hab 1 HP. Die sind über mir. Sind die auf dem Dach? Nein, sie haben mich gesehen, nein! Nein! Es war so dumm von mir, nein! Oh mein Gott, nein! Nein! Okay, ich will jetzt trotzdem noch gucken, was bei dir abgeht. Mo, auf jeden Fall schon mal GG an dich. Die sind einfach hier vorbeigelaufen. No way, Digga, no way. Das ist nicht wahr, Leute. Ey, das ist die heftigste Taktik überhaupt. Mach mal ein bisschen Lärm, tanz mal ein bisschen oder sowas. Oben am Berg auch noch, Alter. Oh mein Gott, die hängen direkt über dir. Mo, tanz einfach mal.
kommt so Geld aus der Pyramide raus. Das ist Switch Ägypten. Du musst irgendwas mit Musik machen. Ja, genau, der. Okay, das hören sie auf jeden Fall. Das müssen sie hören. Das müssen sie hören, Digga. Hör auf zu tanzen! Ah. Digga, raffen die es nicht? Da oben. Siehst du sie? No way, Alter. Geh bitte hinter die, setz da noch eine Pyramide dahin. Okay, geh nach ganz oben, wenn du kannst, und bau da irgendwo eine Pyramide hin. Bau jetzt hier oben aufs Dach. Ey, ist das geil. Das ist der happyste Troll. Okay, hinsetzen. Ey, das ist doch nicht wahr, Alter. Die raffen das nicht, ne? Die sind schon wieder vorbeigelaufen, oder? Die sind direkt über dir, Alter. Komm, ich baue jetzt gleich das Abo, dann fällt da runter. Die sind direkt einfach über dir, Junge. Sie raffen's nicht. Hinsetzen. Was? Ey, ich schwöre dir, wenn du nicht getanzt hättest, Digga, du hättest das bis zum Ende durchziehen können. Leute, wenn das nicht eine geile Idee ist, Leute, schreibt uns mehrere Hide-and-Seek-Challenges in die Kommentare, wenn ihr wollt, dass wir uns, wie gesagt, mit Emotes verstecken, wenn ihr wollt, dass wir uns mit Tänzen verstecken, wenn ihr wollt, dass wir uns irgendwo verstecken, meine Freunde, in Bäumen, was weiß ich. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wir können ja auch mal in Tilted Towers in den Bäumen landen, meine Freunde, und uns dann die ganze Zeit in einem Baum verstecken. Oh mein Gott, Leute, das war auf jeden Fall ein heftiges Game. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schaut definitiv bei Mo vorbei, meine Freunde. Das Hide-and-Seek-Video mit mir ist auf jeden Fall ganz oben verlinkt. Und ich würde sagen, lasst auf jeden Fall Mo ein Abo da, meine Freunde. Dude steht kurz vor den 200.000, fehlen noch 10.000, also rotzt mal richtig gut rein, meine Freunde. Revi, Ami, wo seid ihr? Das war's von diesem wunderschönen Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!